Die kinderfreundlichste Stadt der Welt, für mich auf jeden Fall Dubai. Egal, wo man hingeht, es wird überall an Kinder gedacht, selbst in den Behörden. Fast jede Woche wird ein Fest für Kinder veranstaltet. Hier waren wir in unserer Community in Damak Hills 2. Es gab meterlange Basteltische, wo die Kinder Steine anmalen konnten, Rosen basteln. Es gab richtig coole Bastelschablonen. Da gab es auch Personal, die mit den Kindern gebastelt haben. Man konnte Rodeo reiten, mit dem Fahrrad ein Parkour fahren. Es lief ganz laute Musik, alle haben getanzt. Die Kinder haben so viel Spaß gehabt. Da liefen super viele Maskottchen rum, man konnte Pony reiten. Man konnte sogar einen 120-Euro-Gutschein bei Nun gewinnen. Und es war alles kostenlos. Selbst die Spiele, die ich am Anfang gezeigt habe, wo man was gewinnen konnte, war auch kostenlos. Man hat sogar Crepes mit Nutella bekommen, was super, super lecker war, auch umsonst. Es war wirklich alles, alles, alles kostenlos. Jedes Mal stehe ich da, werde total sentimental, habe Tränen in den Augen, weil ich das gar nicht gewohnt bin, dass so viel für die Kinder gemacht wird. Jetzt könnt ihr, glaube ich, verstehen, warum ich mich für Dubai entschieden habe. Und heute grüße ich die Miriam, die Diana, Camilla, Jasmina und Melanie.